willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Volvo FMX von Galimim aus dem SCS Forum. Den hat er geupdatet für die Version 1.37 und den wollen wir uns heute mal angucken. Also ihr habt hier die Daycap, Moment, die Daycap Variante, da ist er. Dann die Sleeper Cap, das ist dann hier mit Pennerei. Dann die Knuppe Toter Cap und dann die LXL Variante. Ne? Sehr schön, gibt es auch als Slow Deck, finde ich auch ganz gut. Ne? Dann 6x2 und die anderen ganzen Sachen, glaube ich, brauche ich hier nicht nochmal durchkauen. So, Motorisierung von 330 PS bis sage und schreibe 500. Ich gehe mal bei 460. Reicht völlig aus. So, hier die ganzen Getriebesorten. Hier ist alles mit dabei, was man sich so an Getriebe vorstellen kann. Nämlich einfach irgendeins, was E-Bockwurst ist. So, Interieur habe ich das Exklusive und das Standard. Ich will mal kurz schauen bei der Sleeper Cap und gehen wir jetzt noch mit Interieur rein. Dann seht ihr hier, passt also. Ne? Ist auch immer ganz wichtig zu sehen, ob hier auch das Interieur passt. Und das passt. So, Lackierung. Von bis alles hier mit dabei, auch Metallic. Wollte ich glaube ich nichts dazu sagen. So, dann Rundumleuchten haben wir hier mit dabei. Dann die Standard von SCS. Dann hier haben wir Only Slits. Dann haben wir einen Roof Arch. Ne? Dann habt ihr hier noch, ich nehme aber glaube ich mal nur die Slotty-Slots und mache hier mal ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Zeug dran. Aber nicht allzu viel, wir wollen es nicht übertreiben, liebe Damen, liebe Herren. Das heißt, ich mache mir jetzt hier einfach bloß mal ein paar Kröten dran. Ich pflaste mir jetzt mal ein paar Kröten dran und dann ein, zwei Lampen und dann ist eigentlich auch schon gut. So. Ja, alles passt schon, es reicht schon. Und restlichen Slots seht ihr ja selber, dann kannst du da ein bisschen rumfriemeln. Dann gibt es als Plaste hier Kunststoff mit diesen gelben Streifen, in dem Fall halt Wagenfarbe. Oder die diese Visor. Mir gefällt die hier fast besser mit den gelben, das sticht schön ab. Spiegel, klar, Plaste, dies, das. Auch hier lackiert oder Kunststoff. So wie das Euro 6 Zeichen. Wo ist das Zeichen hier? Was ist versteckt hier? Ist das im Interieur versteckt? Ja, sieht fast aus. Aber wir müssen uns später nochmal angucken hier. Dann gibt es hier die Dirt Deflectors, also ne, Verkleidung hier, Dreckabweiser, wie auch immer. Dann gibt es hier noch ein paar Slots, da könnt ihr ein bisschen was hinslotten. Da will ich aber nicht allzu viele machen, bis zwei Stück, aber könnt ihr natürlich wieder selber entscheiden. Hier, das ist alles Standard, SCS, brauche ich nicht drauf eingehen. Auch hier lackiert, Plaste, wie ihr wollt und Slots. Ne? Da machen wir dann auch hier zwei so Lämpchen hin. Wo sind denn hier die Gelben? Und dann sieht es ganz gut aus. Aber theoretisch könntet ihr von oben bis unten hier alles zupflastern. Das vielleicht mal so. Dann ein bisschen Schutz. Dann haben wir hier verschiedene. Warte mal, die Halogen. So. Dann die Beam. Und dann die Xenonleuchten. Das sehen wir mal so. Das erkennt man jetzt hier eh nicht so leicht. So, Plaste, lackiert. Das ist auch alles original SCS. Und hier noch ein kleiner Spoiler. So, was haben wir hier drunter? Short oder Long. Short ist natürlich für was? Richtig, für Low-Deck. Hier dann noch lackiert oder Kunststoff. Das lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Das sind die Flaggen-DLC. Da kommt ja noch ein Spoilerchen dran. Das wäre dann hier für die Low-Deck-Variante. Ich lasse mal die normale und dann hier noch den passenden Spoiler dazu. So, hinten am Heck. Ah ja, klar, das war ja hier der Spoiler. Genau. So, dann das hier. Haben wir auch noch ein bisschen was. Verkleidung ist original mit Lampen. Oder mit Vollschutz. Ich nehme mal die Lampenvariante, das reicht. Wir müssen sparen. Lackiert, Plaste, alles da. Oder ihr lasst es weg. Was haben wir hier noch? Das sind es auch noch lackiert. Oder Kunststoff. Und hier auch Short oder Lang. Ne? Lampen könnt ihr euch aussuchen. Entweder die alten Futzeldinger oder hier die LEDs. Im Interieur habt ihr jetzt hier ein bisschen, ja, seht ihr selber, bisschen Zeug da, will ich gar nicht großartig drauf eingehen, denn hier fehlen nach wie vor noch die hier in der Mitte die Wimpel, die fehlen leider noch, weiß nicht aus Kostengründen, aber sie nicht da, ist halt nur mal so. Ansonsten ja, Standard, sieht zwar im Lenkrad aus, exklusiv, passt, Navi haben wir eh da, dann sieht es so aus. Warum die Wimpel immer noch nicht da sind, kann ich euch nicht sagen, die fehlen halt nun mal, aber das wäre jetzt mal so grob. Ach hier, guck mal, haben wir noch hier, Blut haben fast vergessen, siehst du? Spoiler haben wir schon gesagt. Genau, dann jetzt sind wir aber durch, jetzt haben wir es geschafft hier. Es gibt übrigens noch ein BDF-Add-on, gibt es auch noch im SCS-Forum zum Runterladen und dann noch das Add-on für Signs on Your Truck, gibt es auch noch ein Add-on dafür.
Dann könnt ihr hier die ganzen LS und die ganzen Zeichen hinten an der Rückwand noch mit Geschwindigkeit hinklatschen, so wie ein Template. Gibt auch für den LKW, dann könnt ihr den schön skinnen. Ne? Findet alles dann im SCS-Forum, ist dann auch verlinkt. Starten wir mal den Hobel jetzt hier. Hier gibt es eigentlich nicht viel zum Erzählen jetzt hier. Ne? Von außen mal ganz kurz. Ja. Sieht soweit ganz gut aus. Die LXL halt, ne? Aber ich finde die nicht schlecht. Passt soweit, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Ne? Einziges jetzt natürlich, wenn ich jetzt oben die Tröten nehme, die gehen jetzt hier natürlich oben in den Spoiler rein. Die könnte man aber, wie schon gesagt, hier an der Seite hin machen. Da waren ja auch die Slots da. Ne? Das ist vielleicht mal so, weil es hier ein bisschen doof aussieht. Aber die Slots für die Seite sind ja da. Ne? Was wir jetzt aber noch schauen, ganz wichtig, wir lassen richtig die Scheibe runter. So. Das ist das, was bei der 1.37 ja hier mit dabei sein muss. Und ihr seht hier, Open Window Ready. Das ist doch schon mal schön, oder? Und Jack. Also das passt also auch. Machen wir kurz einen Lichttest. Standlicht, Abblendlicht, dann hier Fernlicht. Sieht alles soweit ganz gut aus. Auch hinten hier an der Seite die Positionsleuchten hinten. So, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, Warnblinker. Passt, ne? Sieht auch alles ganz geschmeidig aus hier, ne? Und Umleuchten war ja klar, ne? Die habe ich oben drauf gesetzt. Das sind ja die Originalen hier, die beim Volvo mit dabei sind. Falscher Knopf. Also ich sag's mal so, seitdem dieser F-Mod draußen ist, ist es wirklich schwierig, seine ganzen Tastenkombinationen hier auf der Tastatur einzurichten. Es wird irgendwie immer mehr. Gut, ich fahre jetzt hier mit Lenkrad, habe hier ein paar umändern können, aber trotzdem, man hat ja trotzdem noch die Tastatur hier vor sich liegen. Und es wird immer irgendwie schwieriger. So, jetzt wollen wir mal Gas geben, wollen wir mal durchdrücken das Pedal. So, Getriebe haben wir ja hier genug zur Auswahl, ne? So, dann wollen wir mal losschüsseln hier. Kommen wir mal zum Fazit zum Volvo FMX von Galimim aus dem SCS-Forum geupdatet für die Version 1.37 Beta und natürlich Open Window und F-Mod Ready. Das ist so, das kann ich jetzt mal sagen, das Neueste an diesem LKW. Und natürlich Fix-Updates, ist klar. Bei immer einem neuen ETS2-Update schleichen sich Fehler ein. Die wurden hier natürlich behoben und natürlich jetzt hier die Überarbeitung für den Sound und natürlich der Scheibe. Kann man es gut hören, ne? So. Scheibe zu, es zieht. So, Tempomat rein, reicht. Genau, ansonsten viele Anbauparts habt ihr wieder soweit gesehen, auch Kunststoffplaste mit dabei, sowie lackierte Teile. Lackierung auch in Kunststoff oder lackiert, das ist alles sehr, sehr gut und sieht alles sehr fein aus. Wir haben eine Low-Deck-Variante mit dabei, das ist auch ganz gut, alle Chassis funktionieren, die sind die halt original von SDS, hier natürlich angepasst, aber laufen. Ihr habt ein Add-on dabei für das Science on Your Truck von Trubaco aus dem SCS-Forum. Das ist auch im SCS-Forum im Beitrag verlinkt. Link dazu in der Beschreibung, klar. Template ist noch mit dabei. Dann gibt es noch ein BDF-Add-on, damit ihr hier BDF fahren könnt. Gibt es auch noch. Ist auch dann im SCS-Forum noch verlinkt. Und ja. Und den Mod gibt es jetzt in zwei Varianten. Einmal für die Version 1.37 und für die Version 1.36. Müsst ihr euch halt natürlich die passende runterladen, klar. Weil jeder spielt aktuell nicht die 1.37, deshalb müsst ihr euch ja dementsprechend hier ja, die passende oder die richtige für euch jetzt hier raussuchen. So, ich glaube, mehr gibt es hier nicht hinzuzufügen. Sonst läuft alles. Einzige, was ich immer noch schade finde, was ich geht, ist hier meine Wimpel. Wenigstens einer muss hängen, sage ich immer. Über meinem Computer hängen auch zwei. Ein langer, so ein langen Wimpel hier, so ein Rio. Und einer, so ein kleiner mit Namensschild. Genau, hängt auch bei mir runter hier am PC. Gut, ist wichtig. Das ist immer ganz wichtig. Gut, habt ihr noch weitere Fragen, dann einfach kommentieren. Ansonsten im SCS-Forum nachhaken, nachfragen. Ansonsten wie immer viel Spaß mit dem Volvo FMX von Galimim aus dem SCS-Forum. Diese sind allzu gute Fahrt. Macht's gut, bis bald und
Auf Wiedersehen.